FDP und Linke, wo sitzen sie, wo sitzen sie, wo sitzen sie? Ja, die kannst du doch nicht in einen Topf werfen hier. Ich kann, ich bin heute eklig. Ja. Die Wahl ist nicht allein zum Wählen da, die Wahl ist auch zum Quälen da, zumindest wenn es nach dem Potsdamer Kabarett Obelisk geht. Wobei nicht immer klar ist, wer da wen quält, die Politiker, die Wähler oder vielleicht doch umgekehrt. Das war aufregend. Tellerlichter Tat, ein Mann, gut gekleidet, aber voll maskiert, hat da eine Dame überfallen und hat gerufen, geben Sie mir Ihr Geld. Darauf hat die losgekreischt, nein, das dürfen Sie nicht, ich bin Bundestagsabgeordnete. Und hat er gesagt, dann geben Sie mir mein Geld. Gretel Schulze und Andreas Zieger haben mit gewohntem Witz, Charme und Tempo den Bundestagswahlkampf eröffnet. Aber nicht nur als stille Beobachter, nein, Schulze und Zieger gründen jetzt selbst eine Partei und stellen sich zur Wahl. Meine Güte, wir könnten jetzt das alberne Spiel anfangen, wir bilden eine Partei. Jeder gründet wieder eine eigene Partei. Ja. Ich zum Beispiel die PKK. Die PKK? Die Kurdenpartei, die sind Deutschland verboten. Nein, die preußisch-konservativ-korrekten. Ja, und in unserer Präambel steht, was du bis 11 Uhr nicht schaffst. Das schaffst du nimmer. Wir bleiben preußisch korrekt. Ja? Hier wird gearbeitet bis zum Umfallen, sozusagen. Also wir sind nicht für Rente mit 67, wir sagen Rente bis 76. Das ist gut, ja. Mit 80 in die Rente, danach Medikamente. Dann, wir können ausschlafen, in der SBZ können wir ausschlafen. SBZ? Sowjetische Besatzungszone? Nee, die sächsisch-buddhistische Zentrumsbank. Wählt uns, bei uns könnt ihr ausschlafen. Wir lassen uns von fernöstlichen Riten beeinflussen, nicht wahr? Bei uns wird Sex noch groß geschrieben. Und ja, und jeder zweite Herzschlag ist bei uns Musik. Vergessen Sie SPD, FDP, CDU, Linke, Grüne, AfD, Punker und Piraten. Wählen Sie also PKK oder SBZ. Aber nur einer kann gewinnen. Eine Koalition der beiden Neuparteien ist ausgeschlossen. Nichts ist, Herr Zieger, nee. Bilden sich keine Sprache ein, ich kopuliere nicht mit Ihnen. Ah, schade. Bei dem Parforce-Ritt der beiden Potsdamer Kabarettisten durch den bundesdeutschen Wahlkampf kriegt von links bis rechts, von Steinbrück bis Merkel jeder sein Fett weg, wobei ja bekanntlich die Kanzlerin sogar noch selbst einkaufen geht. Sagen Sie mal, Fräulein, hier, der Kräuterquark, der ist ja schon wieder teurer geworden. Ich denke, der ist im Angebot. Ja. Und dann, was sagt dann die Kassiererin? Die Kassiererin sagt, Frau Merkel, der Kräuterquark, das ist sowas wie Sie, ja, wässrig und über dem Verfallsdatum. Ja. Bei dem neuen Programm Besser Wahlschlappen als gar keine Badelatschen bleibt kein Auge trocken, höchstens eine Frage offen. Eine letzte Frage noch, wo sind jetzt die Badeschlappen geblieben? Die Badeschlappen, hast du die versteckt? Ja, ne, nach der Wahl, wir holen die nach der Wahl raus, ne? Genau.